Hallo Freunde des maroden Charmes, willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Darkside Video. Heute ist Freitag, also Zeit für ein neues. Es geht um ein altes Kloster, das 1902 eingeweiht wurde und wo ich das erste Mal 2016 mit der Kamera durchgelaufen bin. Der Bau wurde in all den Jahren mehrfach umstrukturiert und musste für viele verschiedene Aufgaben herhalten. Zuletzt wird es als Heim für schwer erziehbare Kinder und danach als Suchtklinik genutzt. 2017 ist der Dachstuhl ausgebrannt, wobei man dann natürlich von Brandstiftung ausgeht. Ich wünsche euch gute Unterhaltung bei dem Video und viel Spaß. Bis später. Thank you.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Like freuen. Gerne auch wieder Kommentare und Anregungen unter dem Video. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, dann seid ihr immer auf dem Laufenden, wenn es was Neues gibt. Bleibt noch etwas dran, denn ich möchte euch die Bilder von meinem ersten Besuch 2016 nicht vorenthalten. Da könnt ihr dann mal gut erkennen, wie es aussieht, bevor die Einzeller in die Gebäude einfallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. In diesem Sinne, bis später. Ciao.